Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier in, ja, bei der Mühle. Vermutlich eine verlassene, so wie es hier aussieht. Und versuchen hier den temerischen Schatz zu finden, wo wir einen Hinweis hier beim Verstecken Schatz gefunden hatten. Und dann schauen wir es uns doch mal an. Hier geht es auf jeden Fall runter. Wie wir am Hexersinn schon gesehen hatten. Die Tür ist rot. Das heißt, da ist was. Müsste da das A-Zeichen einsetzen. Scheinbar, um die Tür aufzukriegen. Und ich wechsle direkt wieder aufs Wenn. Und hier. Ach ne, da ist noch von der Tür. Aber hier gibt es ein bisschen was. Schauen wir mal rein. Eine metinische Klinge. Eine vikovarische Klinge. Pferdehaut, Öl, herausgerissene Seite, Basiliskenabsud. Ja, neues alchemistisches Rezept. Rifkischer Krieg, Meister Wyzimas. 30 Ohren und 2 Kronen. Und die große, hilf mir auf den Schluss. Ach, die ist schon offen, okay. Dann schauen wir jetzt mal. Aufschließen. Temerischer Roggenschnaps. Insignien der temerischen Spezialverbände, 2 Stück. Eng beschriebenes Dokument. 31 Kronen, eine Kerze und eine silberne Teekanne. Ja, das Dokument, das schauen wir uns doch mal an. Haben wir es denn? Das ist es nicht? Nein. Wird hier wahrscheinlich bei sein. Genau, eng beschriebenes Dokument. Himi, kein Wunder, dass wir diesen Krieg verlieren. Mit solchen Feiglingen als Soldaten. Ein paar Pfeile und Schwünge mit dem Streitkolben hätten ausgereicht, um die Schlacht zu gewinnen und uns den Konvoi unter den Nagel zu reißen. Vielleicht haben sie sich so schwer getan, weil sie so viel Wodka dabei hatten. Unsere tapferen Krieger müssen den einen oder anderen Schluck getan haben, mit offensichtlichen Folgen. Wer doppelt sieht, hat es verflucht schwer, sein Ziel zu treffen. Ja, das stimmt, da hat er recht. Nehmt alles, was wir aufgesammelt haben, mit zum Versteck und verstaut es. So schnell ihr könnt. Bis auf den protzigen Paradenscheiß. Den müsst ihr verbuddeln oder verbrennen. Bestimmt würde man die Anzeichen wiedererkennen. Die Abzeichen wiedererkennen. Und dann gäb's Ärger. Kaius. Okay. Ja, hier haben wir auch wieder Vitalitätsregeneration. Also langsam haben wir schon relativ viel zu essen und zu trinken. Gut, ich schaue mich hier nochmal kurz um. Gibt's hier noch was? Nee, scheint nicht so. Dann gehen wir raus. Und ich würde mich ja gern noch hier bei der... Was ist... Achso, das ist ein... Beutel, Ziegenhaut. Igni. Bitte, einmal anzünden. Oh, die alte Mühle. Schön. Oder vielleicht sogar noch intakte, ich weiß es nicht. Gärtetes Leder. Alles mal... Ja, sie ist eindeutig noch intakt, weil sie dreht sich noch. Also zumindest... äußerlich intakt. Hier nehmen wir alles noch ein bisschen mit. So eine ganze Menge. Silberbarren, wow. Schön. Und ich glaube, wir gehen mal rein. Oder gehen mal hoch. Kommen wir hier denn durch? Mal schauen, vielleicht. Nee, scheint mir nicht so. Nee, da kommen wir nicht rein. Schade, hier unten ist wahrscheinlich auch nicht viel. Nee, ist nichts Besonderes. Gut, Plätze. Es geht weiter. Und erstmal schauen, wohin überhaupt. Ne, erstmal bei den Quest schauen. Was haben wir denn noch? Sammeln sie alle Schatz suchen. Schatz suchen wollten wir, genau. Und den gibt es hier oben. Dann nehmen wir erstmal den nicht erkundeten Ort mit. Und scheinbar liegt dahinter beim nächsten nicht erkundeten Ort der Schatz. Gut. Dann auf geht's. Genau, Plätze. Du findest den Weg. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, es sieht einfach wirklich genial aus. Also es ist... Ich kann es nicht oft genug sagen. Es tut mir leid, weil es vielleicht ein bisschen nervt, aber... Mach langsam. Magie. Nein. Ein Ort der Macht. Ich wollte nicht springen, ich wollte absteigen. Komm schon. Die Zahl links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen sollst du umkehren, dich angemessen ausrüsten
und um ein paar Stufen aufsteigen, ehe du diesen Gegner gegen diesen Gegner antrittst. Stufe 7. Speichern bitte? Ich kann jetzt nicht speichern. Das ist schlecht. Dann renne ich mal eine Runde. Und speichere gleich mal. Können wir jetzt speichern? Kann ich jetzt nicht speichern, okay. Ja, verfolgt uns doch, okay. Plötze, komm auch mal her. Wie kommst du jetzt dahin? Okay. Jetzt sollten wir speichern können, oder? Dann würde ich sagen, ich speichere mal und probiere es mal. Okay. So, einmal auf jeden Fall das Zeichen schon mal wirken. Kann ja nicht schaden. Friedhof vom Weißgarten. Okay. Wow, wir machen aber wirklich kaum Schaden. Und das war schon ein starker Angriff. Wow. So. Also definitiv eine harte Nuss. Wow, 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 wow. Ja, ich glaube... Okay. Ja, ich glaube, das lassen wir dann doch mal besser. Wir laden letzten Spielstand und ja, machen doch mit dem anderen weiter. Der war jetzt doch noch ein bisschen heftig, Stufe 7. Okay, Plätze. Wir hauen ab. Definitiv. Okay, reiten wir mal einfach mal ein bisschen weiter außen rum. Und ruhig mal durch den Wald. Oh, ja. Hier sind wir wieder auf dem Weg. Und da gibt es ja auch was. Wo ist es? Na? Folgenden Überresten. Okay. Sag bloß, wir müssen da auch auf dem Friedhof. Ich hoffe nicht. Irgendwas wird da unten angezeigt. Das heißt, gibt es hier irgendwo eine Höhle? Wo wir rein können? Oder? Weil so sehe ich hier nichts. Und auf dem Friedhof, na, vielleicht über dem Friedhof, dass wir da hier eine, naja, eine Krypta ist. Schau mal, kommen wir da irgendwie dran vorbei? Wahrscheinlich nicht, aber... Anschauen kann man sie. Nein. Definitiv nicht. Also hauen wir mal ab. Plötze, komm her, ich brauche dich. Und schnell weg hier. Okay, machen wir es ein anderes Mal. Dann würde ich sagen. Ist hier was markiert dann oder ist das, das wahrscheinlich eher nur... Wenn wir mal wen sehen, der, ja. Hier ist nichts markiert. Okay, Hauptquest. Machen wir da weiter. Hier wurden auch wieder Leute gehängt. Hey. Ach, schön ist es nicht. Ja. Hier sind auch Soldaten. Oh, halt, hier rechts bitte einmal, Plätze. Und auf geht's. Eine Markierung, bewachter Schatz. Okay. Bitte einmal absteigen. Okay, und... Na. Oh, ich hab ihn doch erwischt. Stufe 2, sehr schön. Oh, ein Wark. Ein Wark, okay. Das hat ihm, glaube ich, wehgetan. Gut. Zeichen wirken. Na, komm doch her. Jetzt haut er euch nicht, hä?
Okay. Und du bitte auch noch einmal. Zack. Da haben wir sie. Er hat was gedroppt. Einmal Hundeteig. Ja, warum nicht? Mitnehmen können wir es mal. Wolfsleber. Wolfsleber. Und den Schatz. Kohle, Lederstücke. Nee, das war er noch nicht, scheinbar. Lederbänder. Da, Mondscherben. Genius Essenz. Gärtetes Leder, Nägel, Pferdehaut, Wasseressenz und Schweinehaut. Optimum Mata. Okay. Gut, das war's. Dann kommen wir her, Plötze. Plötze. So. Weiter geht's. Und ab dafür. Ja, wir sprechen mal mit den Nilfgaardern. Oder Nilfgaardern. Oder in, mit... Keine Ahnung, wie es genau heißt. Nilfgaardische Garnison. Okay, wir lassen mal Plötze hier stehen. Will ich jetzt nicht hier die Treppen hochjagen. Ach ja, hier kann man übrigens auch schnell reisen. Ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt hatte. Wähle mit L ein Reiseziel aus, das auf der Karte mit... Ja. Das auf der Karte markiert ist und drücke dann A, um dorthin zu reisen. Das heißt, wir könnten jetzt von hier aus zum Beispiel wieder zur Mühle reisen. Oder zur Klagebrücke, Flussübergang, zu allem möglichen, wo wir halt schon mal waren. Aber... Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Ja, das ist ja schön für euch. Ich habe hier auch was zu erledigen, also gehe ich mal hier hoch und... Ich dachte gerade, da hängt eine Fackel. Das steht da auf einmal. Die fehlt euch. Was? Was willst du, Vagabund? Ja, ja. Nicht so frech, Junge. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Habt ihr Arbeit für mich? Genau, mal fragen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Okay. Ja, sowas ist ein Lager. Ruinen, wo Zelte aufgebaut wurden. Auch nicht schön, aber... Na, was will man machen? So, wir können mal mit dem Schmied reden. Bist du Quartiermeister? Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen. Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Okay, wie ist die Moral im Lager? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Oh, zumindest würde ich mich erstmal umschauen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Zeig mir deine Waren. Ich bin es irgendwie immer auch gewöhnt, das vorzulesen. So, können die auf jeden Fall definitiv mal verkaufen. Das Hand... Obwohl, oder? Die Jägerhandschuhe können wir verkaufen. Den Rest würde ich mir eigentlich gerne nochmal anschauen eben. Habe ich ganz vergessen eben. Bis dann. Bis dann. Inventar. So, die Waffe war ja nicht so toll. Vikovarische Klinge, nee, die ist schlechter. Haben wir nämlich eine gelbe, also ein magischer Gegenstand, kein Meistergegenstand. Sandbeil. Ich weiß nicht.
Ach, mit LT kann man vergleichen. Ah, sehr gut. Hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass ich mit LT vergleichen kann. Sehr gut. Metinische Klinge? Nee, eigentlich auch nicht. Und ansonsten haben wir eh nicht mehr sehr viel, was wir vielleicht verkaufen können. Ich möchte... Ja, ich nehme mal das. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Damit es einfach auch ausgegraut ist. Reparieren, Verbesserungen entfernen. Nee, ich möchte erstmal handeln. Und zwar bekommst du das, das und das. Das behalte ich erstmal noch. Möchtest du sonst noch was haben? Haben wir über... Hier, Silber. Wobei ich glaube, Silber brauchen wir... nee, egal. Ich verkaufe es mal eben. Und was wäre hier noch? Eine silberne Bernsteinkette. Kann für ordentliche Summen an Händler verkauft oder in Handwerkszutaten zerlegt werden. 129 bekommen wir dafür. Ja, dann... Weg damit. Die Briefe möchte er nicht haben. Den Schlüssel würde ich jetzt eigentlich erst nochmal behalten. Ich weiß, der wiegt wahrscheinlich auch nicht viel, ne? 0,01, nee. Und dann schauen wir mal, was hat er denn so im Angebot? Waffenreparatur. Geht es eigentlich viel mehr um die... Wow, Werte, okay. Ach, Spielerwerte sind das, okay. Die Kovarische, ja, das, was wir ihm verkauft haben. Fehlender Langschwert, Glanz, Silberschwert, Meistergegenstand. Was kostet es denn? 254. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, es bringt uns nur 5 Schaden mehr. Ich schau mal, was wir jetzt gerade ausgerüstet haben, genau. Bis dann. Ist mir eigentlich an sich ein bisschen viel und ich gehe schon wieder aufs Falsche, aber jetzt so Silberschwert. Das hat aber nichts Besonderes. Aber ich behalte es erstmal noch. Vielleicht finden wir da noch was Schönes. Und ich hatte ja noch, genau, noch einen Skillpunkt zu vergeben. Ah, wir haben auch ein zweites. Sehr schön. Dann können wir nämlich entweder, dass wir Vitalität regenerieren. Oder was hatte ich noch ausgesucht? Oh, ich glaube, wir nehmen sogar Vitalität als erstes. Das ist nur das Rüstung. Das war das. Ach, hier beim Kämpfen war es, ne? Glaube ich. Nee. Ja gut, Schaden erhöhen, klar. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Vitalität. Da war hier irgendwas. Nee, beim Zielen. Nee. Ja, wir nehmen, also was heißt Vitalität? Wir nehmen die Regeneration tagsüber und nachts. Ausdauer. Ja, ich möchte sie erwerben. Ausrüsten. Bitte schön. So, jetzt brauchen wir auch nicht so oft meditieren, weil wir immer mal selber ein bisschen regenerieren. Ich würde gerne mal Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffe. Okay. Können mit ihm nicht reden? Nee. Benutzen. Verbesserte Waffen. 15 Minuten. Ja, ist doch in Ordnung. Gut, dann gehen wir... Na, er pennt. Auch nicht schlecht. Unangenehm, aber nicht schlecht. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ja, nett. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ja, ich kann es nicht leugnen, oder willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Ich kann es nicht leugnen. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört.
Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was schert dich ein Greif? Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Ja, natürlich recht. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif oder ich brauche ein bestimmtes Kraut? Ich würde sagen, ich brauche ein bestimmtes Kraut erstmal. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Okay, bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Wenn der aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Ah, okay. Kann ich hier einfach tauschen? Interessant. Schauen wir aber trotzdem mal auf der Map. Was wäre denn jetzt näher? Oh, ich wollte so weit nicht rauszoomen. Wir hätten einmal hier die Bestie vom Weißgarten. Und Bestie vom Weißgarten. Also einmal da und einmal da. Gut. Nehmen wir das hier, was wir aktuell haben. Also die Kräuterfrau nach Kreuzern fragen. Wird erledigt. Wow. Ja, was mir nebenbei einfällt, welchen mal ansprechen wollte. Bugs. Generell. Bisher sind mir nicht viele Bugs aufgefallen. Also wenig eigentlich. Für die Größe des Spiels und alles. Bisher wirklich sehr wenig. Plötzlich ist da hinten irgendwo. Da hinten, ja. Also es läuft ziemlich gut. Optimiert ist es sowieso, wie ich schon am Anfang sagte. Ist sowieso saumäßig gut. Und Bugs gibt es eigentlich bisher auch kaum. Ein paar kleinere, okay, was mich jetzt aber nicht so stört. Also nichts erwähnenswertes. Ah, Sumpfgebiet. Auch schön. Na, wer seid ihr? Einfach nur. Ja, ja. Sehr ruhig. Oh. Eine Quest. Kaufmann. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören.
Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Okay. Gut, ich suche nach deiner Schachtel. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne die kleine Schachtel, die der Kaufmann erwähnt hat. Setze deine Hexersinne ein, um herauszufinden, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Okay, erstmal kleine Schachtel. Scheint wohl einfacher zu sein. Ja gut, Zeichen kann nicht schaden. Aha. Die explodieren wohl. Boah, vermute ich mal. Oh, okay. Hallöchen. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Oh, sieht das genial aus. Schaut euch das mal an, wie die ganzen feinen Bäume und alles. Es wirkt so gut. Gut, das Wasser ist noch immer ein bisschen komisch, aber ist schon mal ein ziemlich gutes Wasser im Vergleich zu anderen Spielen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir irgendwas. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Bienen. Bienen möchte ich nicht haben. Nö, nö. Becher nicht. Ich mag keine Bienen, auch in echt nicht. Da ist der Wagen. Okay. Herzogswasser. Wolfsbran. Dunkleisenerz. Oh. Bärenfett. Blumen. Fell eines weißen Wolfs. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Sieh dich beim Wagen mit Hilfe deiner Hexersinne nach Hinweisen auf den Angriff um. Okay. Da ist noch ein Pfeil. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Mal schauen. Sind, ja, beides gleiche Bereiche. Ich schaue mal erstmal hier hinten irgendwo in der Ecke. War ich, glaube ich, noch so gut wie gar nicht. Aber hier war ich noch gar nicht, eher gesagt. Aber ich vermute eher, dass es irgendwo hinten bei den Vertrunkenen, Ertrunkenen sein wird. Okay. Boah, die sehen aber auch hässlich aus, die Viecher. So. Zeichen wir erneuern und jetzt was. So. Zeichen wieder. Wobei, es reicht eigentlich, wenn jetzt keiner kommt. Passt das ja. Ja, okay. Nein, komm mal her. Komm her, mein Freund. Und immer wieder schön Zeichen erneuern. Und gute Nacht. Okay. Weiter geht's mit der Suche. Ja, es wurde schon mal in der Preview gesagt, dass es auch zum Teil ein richtiges Detektivspiel ist. Da man hier viel in der Hexersicht rumrennt und Sachen sucht, aber es gefällt mir. Finde ich ganz gut.
Ein paar Fässer, aber die Fässer haben wohl eher nicht zu deuten. Hm, hier drinnen irgendwo? Nee. Sehe ich nichts. Ich laufe mal außen entlang. Aber... Aha, 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 aha. Moment, erstmal das Kleine. Verschlossene Schatulle. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Okay. Und? Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Dann gehe ich mal davon aus, dass er lügt. Aber ob er lügt, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Denn wir sind wieder am Ende. Ich laufe noch kurz dahin zurück und sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt.